Mal auspusten, ne? Packe ich jetzt mal aus. Erstmal hier, hallo. Einhornschokolade. Ja, jetzt bin ich mal wenig gespannt. Oh, wie süß. T-Shirt mit Lieblingseinhorn. Nein! Wie ist das denn so fest? Wie geil, das habe ich gerade gar nicht so richtig gesehen. Und hier steht 99% Unicorn. Oh, das ist richtig geil, das T-Shirt. Wie geil. Schön. Ey, das T-Shirt ist so nice. Guckt euch das Einhorn an. Ich feiere das. Ich feiere das richtig. Ich finde, Foxy sollte auch ein Einhorn werden. Guten Morgen, meine Lieben. Wir gehen jetzt schon zum Gelände. Wir werden dann erstmal schön frühstücken. Ich war gestern übrigens noch bis 4 Uhr am PC, weil ich so Schwierigkeiten hatte mit dem Internet und mit dem Video. Das muss ich jetzt auf dem Gelände neu schneiden, weil die ganzen Videodateien irgendwie aus meinem Programm gelöscht worden sind. Ich kriege die Krise, aber jetzt geht erstmal schön frühstücken! Sarah hat es gar nicht bekommen. Na doch. So, wir gehen jetzt zurück zur Blogger Lounge. Wir haben uns ein bisschen was gegessen. Die liebe Harriet möchte jetzt noch ein kleines Interview führen mit mir und dann schauen wir mal, was wir danach machen, dass ich mich irgendwie mal ein bisschen am PC setze. So, wir sitzen jetzt hier gerade in der Blogger Lounge und ich bin gerade dabei, das Video neu zu schneiden. Und wir gucken da jetzt gerade noch ein bisschen Gelände. Meine ganzen Parteien sind weg, aber ich habe es jetzt schon zur Hälfte geschnitten. Das ist so warm. So, wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Aufgaben, die ihr uns gestellt habt, zu erledigen, hier auf dem CHIO Aachen-Gelände. Und ich bin mal gespannt, ich hoffe, ich kann einige Aufgaben erledigen. Und komm mit, wir fangen jetzt mal an. So, wir fangen mit der ersten Aufgabe an. Und zwar soll ich Sarah 10 Euro geben. Und sie soll irgendwas Verrücktes kaufen, aber sie darf nur 10 Euro ausgeben. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Max, soll mal die Kamera hier übernehmen? Ich musste nämlich die 10 Euro geben. Und ich hänge hier mit meinem Armband fest. Gut. Ich habe sie sogar noch klein. Hier sind die 10 Euro. Hier kriegt sie Sarah. Für mich. Und dann gehen wir jetzt mal zu den Ständen. Und jetzt ist sie gefragt. Mal gucken, was so cool ist. Und sie hat immer ganz witzige Ideen. Von daher bin ich echt mal gespannt. Aber Sarah, denkt dran, ne? 10 Euro.
Oh, süß, das ist Foxy nur ohne. So, Sarah hat sich auf jeden Fall jetzt hier fündig gemacht. Zeig mal die Sachen, die du geholt hast. Einmal für die Hütchen in einmal und eine davon soll was mit Pferden zu tun haben. Und ja, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal irgendjemanden netten hier suchen. So, ich habe jetzt hier eine gefunden. Okay, ich muss dir jetzt drei Fragen fragen. Die erste Frage, wie findest du es hier offiziell, Jo? Ja, auf jeden Fall total schön. Die Atmosphäre ist einfach super. Springsport kombiniert Dressursport, Vielseitigkeit und hat natürlich super Affen hier. Ja, das stimmt. Und das erste Mal hier oder? Ich bin das erste Mal zum Turnierwochenende hier. Ich war letztes Jahr schon mal zum Dörser Sonntag, aber das Turnierwochenende ist das erste. Cool. Ich soll ja noch eine eigene Frage, also eine Pferdefrage, an dich ist natürlich auch eine Pferdefrage, aber hast du ein eigenes Pferd? Ja, habe ich. Und was für eins so? Ist ein Hannoveraner Stute, 15 Monate alt heute geworden. Nein, deswegen. Oh nein. Ja. An meinem Geburtstag, ich heute auch Geburtstag. Ja, cool. Oh, ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, wie heißt sie denn? Gypsy Gold. Oh nein, sie ist Hannoveraner, genauso wie meiner. Ne? Ja, cool, vielen Dank. So, wir sind jetzt hier in der Mitte. Da hinten ist irgendwo dieser Springbrunnen. Und wir haben eine Aufgabe bekommen, wir sollen den rechten Stand nehmen. Mein Handy nervt. Rechten Stand nehmen, dann das zweite Regal links und dann auf Augenhöhe, das was auf Augenhöhe ist, sollen wir dann kaufen. Und deswegen sind wir jetzt hier, der rechte Stand ist der Fanshop. Da gehen wir jetzt mal rein. Dann haben wir hier das erste Regal und da hinten steht das zweite Regal. So, das ist jetzt hier das Regal. Und dann sollen wir jetzt das, was auf Augenhöhe ist, nehmen. Und das sind hier die Becher oder hier diese Anhänger. Und ich suche mir natürlich einen Becher aus. So, die Aufgabe ist nun auch erfüllt und zwar war diese Tasse auf meiner Augenhöhe, also es waren ja in verschiedenen Farben. Ich glaube, gelb war noch in der Augenhöhe oder rot oder so, aber ich habe mich für blau entschieden und auch nicht für den Schlüsselanhänger, sondern für die Tasse, weil die kann man natürlich am besten gebrauchen. Und ja, das war es dann jetzt auch mit den Aufgaben. Ich glaube, drei reichen. Wenn uns noch irgendwie spontan eine einfällt, macht mich natürlich so just for fun, aber ich denke, drei reichen. So, wir sind jetzt hier lecker fooden, beziehungsweise sind die schon fast fertig alle. Ich habe mir jetzt noch meinen Salat geholt. So, ich habe mich gerade eben so in eine Schabracke verliebt. Sarah hat die da gerade. Und zwar die graue hier mit der Glitzerkolle. Und guck mal, was ich draufgeschrieben habe. Das ist Joyce Edition, Foxys Name. So, wir schauen uns jetzt
bringen an den La Raza-Preis. Und ich bin mal gespannt, das wird ziemlich lustig. Wir waren heute noch nicht einmal springen oder Dressur gucken. Also, ich bin mal sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt den Preis von Lavastan geguckt. Australien hat übrigens gewonnen. Und wir sind jetzt hier noch gerade kurz in der Blogger-Lounge und machen gleich nochmal alles schnell zu, weil wir die Letzten sind, weil ich meine Sachen vergessen habe. Und deswegen fahren wir jetzt zurück ins Hotel und dann muss ich noch so viele Videos schneiden. Dann sehen wir uns wieder morgen.